So, in diesem Video schauen wir uns die innerbetriebliche Leistungsverrechnung nach dem Treppenverfahren bzw. Stufenleiterverfahren an. Und wir bleiben dabei bei dem Beispiel der vorigen beiden Videos, falls ihr die nicht gesehen haben. Hier geht es um die Großstahlbau GmbH, die produziert großdimensionierte Metallkonstruktionen wie zum Beispiel Hallen- und Industriebauten, Trägerkonstruktionen für Hochhäuser, Stahlbrücken, Kesselanlagen für die Energiewirtschaft sowie Großbehälter und Container für den Gütertransport. Die Kostenrechnung des Unternehmens weist zwei Hilfskostenstellen und vier Hauptkostenstellen auf. Die erste Hilfskostenstelle ist Dampf, die zweite ist Strom und dann haben wir noch die Hauptkostenstellen Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Und weiterhin haben wir folgende Verflechtung gegeben. Die Hilfskostenstelle 1 erzeugt im Abrechnungszeitraum 22.500 Kubikmeter Dampf insgesamt. Die Hilfskostenstelle 2 dagegen 150.000 Kilowattstunden Strom. Und die Leistungsbeziehung im Detail zwischen den Kostenstellen sehen dann so aus wie in dieser Grafik. Also die einzelnen Hilfskostenstellen geben an die anderen Kostenstellen Leistungen ab. Und wie viel genau, das sehen wir hier in der Grafik. Und die Aufgabenstellung lautet dann, ermitteln Sie für das Beispiel die innerbetrieblichen Verrechnungspreise für die Hilfskostenstellen 1 und 2 mit Hilfe des Treppenverfahrens und führen Sie die Kostenumlage im Betriebsabrechnungsbogen durch. Allgemein lautet die Formel für diese Art der Verrechnung ja so wie es hier eingeblendet ist. Wir haben also im Zähler die primären Gemeinkosten der Hilfskostenstelle und zusätzlich noch die von vorgelagerten Hilfskostenstellen erhaltene sekundäre Gemeinkosten. Und im Nenner haben wir dann die Leistungseinheiten, die an nachgelagerte Hilfskostenstellen und an Hauptkostenstellen abgegeben wurden. Bevor wir jetzt anfangen zu rechnen, müssen wir auf jeden Fall noch festhalten, dass die Hilfskostenstelle 1 in diesem Kontext hier vorgelagerte Hilfskostenstelle ist und die Hilfskostenstelle 2 zählt hier als nachgelagerte. Am Ende des ersten Beispiels, da wo es um die Umlage der primären Gemeinkosten ging, hatten wir als Ergebnis diese Verrechnung hier, so wie Sie sie hier sehen, der primären Gemeinkosten auf die Kostenstellen als Ergebnis. Wichtig für uns sind jetzt die Summen der Gemeinkosten für die Hilfskostenstellen. Also einmal die 27.000 für die Hilfskostenstelle 1 und die 16.200 für die Hilfskostenstelle 2. Hier haben wir links oben jetzt nochmal die Formel für den Verrechnungspreis von eben allgemein und rechts unten nochmal die Grafik der Verflechtung der Leistungen und daraus wollen wir jetzt versuchen, uns die Verrechnungspreise im Einzelnen zu basteln. Für die Hilfskostenstelle 1 ergibt sich der Verrechnungspreis wie folgt. Was steht denn jetzt da? Im Zähler haben wir da als ersten Term die primären Gemeinkosten, wie aus dem ersten Beispiel berechnet, 27.000 Euro. Und darüber hinaus werden keine extra sekundären Gemeinkosten dazugezählt, deswegen steht da 0, weil es in Bezug auf die Hilfskostenstelle 1 ja keine vorgelagerte Hilfskostenstelle gibt. Im Nenner haben wir dann die Gesamtleistung inklusive der an Hilfskosten 2 abgegebenen Leistungen, weil Hilfskostenstelle 2 gilt ja hier als nachgelagert. Deswegen nehmen wir hier den gesamten Betrag von 22.500 Kubikmeter. Wenn wir das ausrechnen, ergibt sich der Verrechnungspreis von 1,20 Euro pro Kubikmeter. Für die Hilfskostenstelle 2 haben wir Folgendes. Hier haben wir im Zähler als erstes Element erstmal die primären Gemeinkosten, die wir ja aus dem ersten Beispiel hatten. Dann als zweites Element hier haben wir die von der vorgelagerten Hilfskostenstelle erhaltene Leistung an Dampf, nämlich die 4.500 Kubikmeter. Und diese Leistung wird, das haben wir ja gerade festgelegt, mit 1,20 Euro pro Kubikmeter bewertet, verrechnet. Das machen wir hier direkt. Und im Nenner haben wir dann die Gesamtleistung der Hilfskostenstelle 2 abzüglich der an HICO 1 abgegebenen Leistung, weil die Hilfskostenstelle 1 ist ja aus Sicht von Hilfskostenstelle 2 nicht nachgelagert, sondern vorgelagert. Also 150.000 minus 30.000 und so kommen wir dann hier auf diese 120.000. Macht insgesamt einen Verrechnungspreis von 18 Cent pro Kilowattstunde. Ich denke, Sie sehen jetzt so langsam, warum wir bei diesem Verfahren von Treppenverfahren sprechen. Wir steigen in der Berechnung immer eine weitere Stufe in der Hierarchie der Hilfskostenstellen auf.
Bevor wir in den Betriebsabrechnungsbogen springen, rechnen wir die Beträge hier direkt in der Verflechtung aus, damit Sie es übersichtlich sehen können. Die 4500 Kubikmeter Dampf, die von der Hilfskostenstelle 2 verbraucht wurden, hier oben, die werden mit 1,20 Euro bewertet, ergibt Kosten in Höhe von 5400 Euro. Die 7000 Kubikmeter, die von der Materialstelle verbraucht wurden an Dampf, werden auch mit 1,20 Euro bewertet und das ergibt Kosten in Höhe von 8400 Euro. Die Fertigungsstelle hat 11.000 Kubikmeter Dampf verbraucht, macht bei 1,20 Euro insgesamt Kosten von 13.200 Euro. Jetzt zum Strom. Die 30.000 Kilowattstunden, die die Hilfskostenstelle 1 verbraucht hat, werden ignoriert, weil es sich ja hier um eine vorgelagerte Hilfskostenstelle handelt. Weg damit. Dann haben wir die Materialstelle, die hat 20.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, wird bewertet mit 18 Cent pro Stunde, macht 3.600 Euro. Die Fertigungsstelle hat 80.000 Kilowattstunden verbraucht, macht bei 18 Cent insgesamt 14.400 Euro. Für die Verwaltungsstelle hatten wir 10.000 Kilowattstunden Verbrauch, macht 1.800 Euro und genauso sieht es für die Vertriebsstelle aus. Jetzt haben wir die ganzen Beträge ausgerechnet, jetzt können wir das Ganze in den Betriebsabrechnungsbogen eintragen. Und das sieht dann so aus, wenn wir die Zahlen übertragen. Wir haben hier aus dem Betriebsabrechnungsbogen die einzelnen Gemeinkostenarten rausgeschnitten, damit wir mehr Platz auf der Folie haben. Für die Hilfskostenstelle 1 sehen wir, dass die gesamten primären Gemeinkosten umgelegt wurden auf die Hilfskostenstelle 2 und die Hauptkostenstellen. Also hier die 27.000 Euro wurden komplett umgelegt auf diese drei hier. Und wenn wir für die Hilfskostenstelle 2 zusammenrechnen, was an Gemeinkosten den nachgelagerten Kostenstellen zugerechnet wird, dann kommen wir hier auf einen Betrag von 21.600 Euro. Das ist mehr als die ursprünglichen primären Gemeinkosten, die wir uns ausgerechnet hatten hier. Und zwar genau so viel mehr, wie die vorgelagerte Hilfskostenstelle der nachgelagerten Hilfskostenstelle an Kosten zugeschrieben hat. Unterm Strich haben also wieder beide Hilfskostenstellen alle Gemeinkosten umgelegt und deswegen eine Null stehen. Und die Gemeinkosten der Hauptkostenstellen haben sich eben entsprechend erhöht. Das war's auch schon.